Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich leckeren Cheeseburger-Breibrotjes. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Rezept benötigen wir zuallererst einmal 1,2 Kilogramm frisch gewolftes Rinderhackfleisch. Das würzen wir dann mit Salz und Pfeffer oder jetzt hier so wie ich mit Jack and Smoke. Ich mache das in der Regel immer gerne, dass ich zweimal würze, also einmal so am Anfang, dann verrühren, dann gucken, wie es sich insgesamt verteilt und dann nochmal nachwürzen. Wenn wir dann das Hackfleisch gewürzt haben, dann nehmen wir uns so etwa 120-130 Gramm Rinderhackfleisch und formen das zu einem diesmal viereckigen Patty. Und ganz wichtig, in dem Fall sollte das Patty nicht zu dick sein. Hier, so sehen jetzt meine aus. Das sind die 1,2 Kilo auf 9 Patties verteilt. Dann benötigen wir Tomate. Ich nehme hier diese großen Fleischtomaten und die versuche ich möglichst dünn zu schneiden, aber nicht zu dünn, sodass wir noch ein bisschen Fruchtfleisch mit in unserem Breibrot jetzt verarbeiten können. Jetzt habe ich den Gasgrill vorgeheizt und wir grillen die Patties vor. In der Aufnahme zu Beginn habt ihr ja gesehen, dass diese am Ende in zwei Toastbrotscheiben mehr oder weniger eingearbeitet werden. Da ist die Hitze innen drin dann nicht mehr so hoch, dass die noch garen könnten. Deshalb macht es Sinn, diese kurz vorher anzugrillen. In dem Fall haben wir dann das Ganze gedreht nach ein paar Minütchen und geben noch eine Ladung Käse obendrauf. Ich habe hier so einen schönen Cheddar, einen hellen, könnt aber auch einen würzigen dunklen nehmen oder jede andere Käsesorte, wenn ihr gar keinen Bock auf Cheddar habt. In der Zwischenzeit, wo der Käse schmilzt, hatte ich einen Anzündkamin angeworfen und jetzt in dem Fall in der Weberkugel bereiten wir die Breibrotjes zu. Hierfür gibt es ein Tool, das nennt sich Flip and Grate. Das habt ihr bestimmt schon bei dem ein oder anderen Video bei mir zu den Breibrotjes gesehen. Da gehört so ein großer Korb dazu. Und dieser große Korb hat den unglaublichen Vorteil, dass der sage und schreibe 9 Plätze hat für Breibrotjes. Das heißt, ihr könnt hier im großen Stile direkt eine große Portion machen und die Vorbereitungen halten sich eigentlich in Grenzen. Als nächstes benötigen wir ein bisschen eine Soße oder so. Ich habe mich hier für Senf entschieden. Gebe einfach so einen Teelöffel bis einen halben Teelöffel drauf und streiche das einmal auf dem unteren Toastbrot. Die Grundidee für diese Breibrotjes, die habe ich in der Tat original aus Südafrika. Vor ein paar Jahren war ich bei der Breitour dabei, die übrigens jetzt zeitgleich zur Veröffentlichung von diesem Video läuft. In dem Fall viele Grüße an die, die aktuell an der Tour teilnehmen, insbesondere an Thomas. Der hatte mir nämlich mal von einer Idee erzählt, wo man Cheeseburger in Breibrotjes packt. Und ja, das ist jetzt die filmische Version davon. Viele Grüße und vielen Dank für die Idee und den Input. Nachdem wir nun ein, zwei kleine Blättchen Kopfsalat und eingelegte Gürkchen auf unserem Sandwich verteilt haben, kommen nun die vorgegrillten Cheeseburger Patties. Und ihr seht, von der Größe her passen die ganz gut. Die sind jetzt nicht alle hundertprozentig gleich, aber das spielt an der Stelle auch keine Rolle. Schön ist es eigentlich, wenn am Ende das Toastbrot das Patty so ein bisschen umschließt. Jetzt noch einmal unsere Scheibe Fleischtomate, die passt von der Größe her auch sehr schön da drauf. Und das zweite Toastbrot. Die Tomate hilft in dem Fall noch etwas Flüssigkeit im Breibrot hier zu halten, zusammen mit dem Senf. Jetzt gibt es noch einen letzten Arbeitsschritt. Wir bepinseln die Toastbrotscheiben mit Olivenöl. Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es natürlich Geschmack und eine schöne Kruste. Und auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass wir das am Ende wieder aus dem Kasten rausbekommen. Das geht deutlich einfacher, wenn das einmal eingeölt ist. Wenn das letzte Toastbrot von dieser Seite eingeölt ist, dann können wir den Deckel einsetzen und ihr seht, an der linken Seite gibt es verschiedene Möglichkeiten, das einzurasten. Wir nehmen die mittlere Variante, um das Brot noch etwas runter zu drücken, damit es das Fleischpatty von allen Seiten möglichst umschließt. Jetzt ölen wir auch noch eben schnell die andere Seite und dann können wir das auch schon über unseren Grillbriketts einhängen und dann von beiden Seiten schön anrösten.
Natürlich kann man das Ganze auch direkt im Brei machen. In dem Fall habe ich das Flip and Grate ja. Das ist unglaublich flexibel. Das kann man ja quasi sogar auf den Boden stellen und eine Feuerstelle am Boden machen und kann im Prinzip die Breibrotis stufenlos da drin feststellen und grillen. So, in dem Fall muss man das einfach oben mit der Öse über diese kleine Stange schieben und dann verkantet das und dann bleibt das auch so feststehen. Und so sieht das jetzt aus. Und jetzt lassen wir das Ganze bei möglichst niedriger Hitze etwas länger anrösten. Wenn ihr merkt, dass ihr zu wenig Hitze habt, dann könnt ihr den einfach nach unten verschieben. Beziehungsweise dann, wenn ihr soweit seid, dann an der Stelle auch einfach drehen. So, fertig sind die Breibrotjes, wenn sie von allen Seiten eine goldbraune Farbe haben. Gar sind sie natürlich schon, ne? Weil wir natürlich die Fleischpatties vorher gegrillt haben. So ist jetzt das Ergebnis. Und ihr seht schon, hat fast funktioniert mit dem Olivenöl. Da doch, es lässt sich mit leichtem Druck ganz gut lösen. Ja, und dann wollen wir die natürlich auch mal aufschneiden und gucken, wie sieht es denn eigentlich von innen aus. Ja, das lässt sich doch gut anschauen, würde ich sagen. Sehr schöne Nummer hier, USA meets South Africa sozusagen. Ich denke, man muss nur etwas aufpassen. Wie gesagt, wie viel Flüssigkeit hat man dann am Ende in so einem Breibrot hier drinne? Und damit das nicht durchsuppt und schön knusprig von außen bleiben kann. In dem Fall finde ich es ganz cool, weil auch der Salat da drinne eigentlich am Ende noch geschmacklich eine gute Note macht. So sehen die Patties jetzt aus von innen. Vielleicht hätte man es einen Ticken weniger grillen können, wären sie vielleicht noch leicht rosa innen drin, aber das ist sicherlich Jammern auf hohem Niveau. Ich habe natürlich keinen Ketchup oder keine Barbecue-Soße mit in das Breibrot hier gepackt. Deshalb habe ich jetzt hier separat etwas Rote-Bete-Ketchup vom Fass vorbereitet und werde jetzt die Cheeseburger-Breibrotjes einmal durch diesen Ketchup ziehen und dann natürlich auch probieren. Ja, ich finde das total großartig. Wenn ihr das genauso großartig findet wie ich, hinterlasst mir doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht Abonnent seid, ihr wisst das, klickt jetzt auf das Logo und verpasst so kein Video mehr. Ihr könnt auch die Klingel anmachen oder die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Besucht auch meine Fanpages, Patreon, Instagram, Facebook. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Einnahmen ich auf Facebook mache, dann könnt ihr jetzt auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen, denn dort habe ich das gerade veröffentlicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.